Guten Tag, Timbuktu, Guten Abend, Letland, Guten Tag, Luxembourg, and Guten Morgen, Deutschland. Here's Uncle D, and here come the trend news. Wir fangen gleich mit guten Nachrichten an, und zwar Justin Bieber und der Verlobte, der wollen eigentlich der Hochzeit planen. Aber diese Hochzeit wird sehr anders. Justin Bieber fühlt sich wohl, wenn ist nackt, und hat geplant, der Hochzeit, dass alle Leute sind nackt. Diese ist unglaublich, ich habe meine Einladung noch nicht bekommen, aber wenn ich bekomme eine Einladung, ich werde niemals dahin gehen. Wir werden aber mehr darüber berichten. Demi Lovato geht jetzt viel, viel besser, sie ist mehr gesund, sie kann mehr reden, mehr Aktivität machen. Und jetzt ist auch rausgekommen, wer überhaupt hat ihr die Drogen gegeben? Ihre eigene Cousin. Brandon Johnson hat ihr die Drogen gegeben und ich hab's gesagt, die haben schon öfters zusammen Drogen genommen, aber diesmal Brandon hat nicht gewusst, dass der Droge er besorgt aus Mexiko war gepuncht. Jemand hat andere Chemicals reingemacht, deswegen Demi Lovato hat eine Überdosis. Leute, ich will dir sagen, ich warne dir, nimm keine Drogen, weil man weiß nie, was ist passieren, was kann passieren, okay? Wir werden trotzdem mehr über Demi Lovato berichten, wie ihre Gesundheit ist. Jeder weiß, Kylie Jenner ist eine Multimilliardärin mit ihren Cosmetics, mit ihrem Instagram, sie postet immer Bilder und mit ihrem Schnapp-Schnapp, alle mögliche. Yes, sie plant ihre Hochzeit und ihre Hochzeit alles zusammen insgesamt wird 30 Millionen Dollar alles kosten. 30 Millionen eine Hochzeit. Kylie Jenner, bist du bekloppt? Wer kommt alle? Ist Jesus eingeladen? Kommt Tupac? Kommt Bob Marley? Kommt Michael Jackson oder was? Warum eine Hochzeit alleine kann 30 Millionen kosten? Nur du bist eine Milliardär, du willst deine Geld rausschmeißen wie Toilettenpapier? Keiner versteht Kylie Jenner. Aber trotzdem, schick mir deine Einladung, ich komme gerne damit, ich kann mehr darüber berichten von meinen Leuten, wie war deine Hochzeit, okay? Danke schon. Ich glaube, alles Leute haben gehört, was ist in Chemnitz passiert. Reuter hat eine Frau sexuell angemacht, Reuter wollte helfen und da kam zu einer großen Diskussion und dann zu einer Messerstecherei. So doll, dass jemand sogar ist gestorben. Daniel H. ist gestorben, nur er wollte eine Frau helfen. Und der Reuter, das hat der Messerstecherei angefangen, wurde genommen, gefasst, sind zwei Männer und diese Flüchtlinge Asylanten. Jetzt ist der große Diskussion in Deutschland. Flüchtlinge, Asylanten, alle muss raus, die gehen nicht hierher, die machen nur Stress, so und so und so. Leute, dieser ist ein große Thema, ich weiß. Ich kann selber sagen, ich kenne viele Flüchtlinge, nicht alle sind so, aber es passiert immer wieder Sachen, dass er sagt, Flüchtlinge haben dies gemacht, Flüchtlinge haben das gemacht. Ist ein großes Thema, Leute. Ich will, dass ihr schreibt unter den Kommentar, was ihr denkt darüber. Über Flüchtlinge, Asylanten, ob die sollen kommen in ein Land, wo die sind gerettet, wo die haben Peace, oder die sollen in ihrem Land bleiben, wo die sind hergekommen. Leute, bitte unten bei den Kommentaren diskutieren. Ich will alles wissen, ich werde auch mit diskutieren zu eurer Meinung, okay? Danke. Leute, wir haben so tolle, gute Nachricht. Ich bin so froh, ich bin so stolz. Body Formers has endlich 1 Million Abonnenten auf YouTube geschafft. Oh mein Gott, ich bin so glücklichkeit. Yes, aber der Sache, was ich habe gehört, was macht mich sehr traurig, was macht mich sehr verwirrend, ist, ich habe gehört, dass er will seinen YouTube-Kanal löschen, komplett löschen. Er will aufhören, komplett löschen und er will einen neuen Anfang machen mit Musik. Ob dieser stumm oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber weißt du was, wir haben hier zu Gast, Body Formers, komm mal her. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Für mich eine Ehre, hier bei den Trend zu sein. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Und nein, ich werde meinen Kanal nicht löschen. Und es gibt viele Gerüchte, ob ich jetzt rappen werde oder ob ich nicht rappen werde. Die Leute sollen sich überraschen lassen, aber erstmal danke für die 1 Million Abonnenten auf meinem Kanal Body Formers. Und Betonmischer wird kommen, aber dann wie ein richtiger Betonmischer. So Leute, ich habe selber gehört, Body Formers wird seinen Kanal nicht löschen. Er wird natürlich weitermachen. Ob er mag Musik oder nicht, dieser, wie weiß ich nicht, weil er nicht richtig darüber geredet jetzt. Weil, muss wissen, ein bisschen, egal. Auf jeden Fall, Bar in Dry Walking ist der Body Formers Tour. Body Formers, willst du darüber auch berichten?
Ja, Mr. Onkel D, wir haben eine große Deutschland-Tour, die beginnt am 19. September. Und Onkel D ist auch ein Teil davon. Es würde mich auf jeden Fall krass freuen, wenn die Leute auch zur Deutschland-Tour kommen, also deine Community, dass sie auch Onkel D live sehen. Dann wird Onkel D live Trend News auf der Bühne machen. Mal gucken, Leute. Leute, Deutschland, der Wetter, langsam wird langsam cool. Ich bin sehr traurig, der heiße Sommer ist weg. Wie ihr kann hier sehen, die Woche, die jetzt kommt, wird bisschen warm sein, wie ihr kann sehen. 23 Grad, 25 Grad, 26 Grad, aber das ist auch der Hosting. Vielleicht, wenn wir haben Pech, diese Woche, der jetzt kommt, ist der erste Mal, das richtig warm. Jetzt, der Kalt kommt, der Herbst kommt, langsam. Ich bin traurig, aber Leute, mach dir ready, Herbst kommt, Gummistiefel, Regenjacke, mach dir bereit, okay? Leute, danke vielmals. Ihr habt wieder bei der Trend News reingeschaut. Vielen Dank. Letzte Woche, ich hab's euch gefragt, wenn ihr habt eine Beziehung, der Beziehung ist vorbei. Ob ihr behaltet die Geschenke, was ihr von der Partner bekommt, oder ich schmeiß weg. King Ebi hat gesagt, ich würde der Sachen behalten, weil die Geschenke und der Bilder ein Teil deiner Reben ist. Schon für dich, King Ebi. Ich würde wegschmeißen. Und Faruk Ufa hat gesagt, lieber wegwerfen, wie meine Meinung. Wie du das erwähnt hast, hat Justin Bieber ja schon eine neue. Wenn man eine neue hat, will man nicht an die alten Zeiten denken. Du hast recht. So Leute, die nächste Frage ist, ich hab's gehört über Chemnitz, der Frischling, was passiert. Leute, was sagt ihr über Frischlinge? Ist gut, dass die Habs einen Ort, wo die kann leben, ohne Krieg, ohne schlechte Zeiten oder so, oder der soll in ihrer Land bleiben und einfach herausfinden, wie die kann weiterleben. Ich bin dafür, jeder ist willkommen, weil in der Land vielleicht ist Krieg, vielleicht der hat Probleme mit der Familie oder der will einen Neuanfang machen, deswegen die brauchen einen Ort, wo die können Sachen machen, die machen wollen. Ich bin dafür, Frischlinge sind herzlich willkommen überall. Leute, was sagt ihr zu der Situation? Vielleicht ihr kennt sogar Frischlinge und könnt sagen, was ihr habt an Reben mit denen oder sowas. Leute, vielen Dank, ihr habt nachgeschaut und vergesst nicht, Bodyformers Tour. Geh auf Ticketmaster und hol dir deine Tickets, weil drei Wochen ist der Tour. Ich hoffe, ich sehe euch alle da, okay? Nächste Woche, ich sehe euch bei der Trend News.